In diesem Video geht es um das Faradaysche Induktionsgesetz bei einem zeitlich endlichen B-Feld. Zur Wiederholung, das Faradaysche Induktionsgesetz besagt, dass die induzierte Spannung in einer Leiterschleife gleich minus n mal phi Punkt von t ist. Dabei ist n Anzahl der Windungen in einer Schleife und phi Punkt ist die Ableitung folgender Funktion. Phi von t ist einmal die Fläche der Schleife multipliziert mit der magnetischen Flussdichte. Wenn wir jetzt also die Ableitung bilden wollen, haben wir hier ein Produkt zweier Funktionen. Wir müssen also die Produktregel verwenden. Das heißt, wir leiten einmal die Fläche zu Zeitpunkt t ab, multiplizieren mit der magnetischen Flussdichte plus die Fläche von t bleibt so und dann die Ableitung der magnetischen Flussdichte ausgeschrieben. Phi Punkt von t ist also a Punkt von t mal b von t plus a von t mal b Punkt von t. So, nun gucken wir uns einen Spezialfall an, und zwar, dass diese Fläche zum Zeitpunkt t zu allen Zeitpunkten gleich ist. Also wir ändern die Fläche nicht, die Fläche soll konstant sein. Und wenn man jetzt eine konstante Funktion ableitet, haben wir gar keine Änderung. Die Ableitung ist also nur 0. Damit vereinfacht sich phi Punkt, weil dieser Ausdruck hier mit 0 multipliziert wird. Es bleibt also nur der zweite Summand. Das heißt, in diesem Spezialfall, wo sich die Fläche nicht ändert, haben wir phi Punkt als die Fläche multipliziert mit der Ableitung der magnetischen Flussdichte. Ein Standardbeispiel für so eine Situation ist das folgende Experiment. Wir haben eine Spule und um diese Spule herum eine weitere Spule. Und nun schließen wir an die äußere große Spule einen Funktionsgenerator an. Und in der inneren Spule wollen wir die Spannung messen. So, kurz zu der äußeren Spule. Wir können das B-Feld der langen Spule berechnen, indem wir μ0 mit der Stromstärke zu Zeit t multiplizieren und dann n durch L teilen und hier als einen Faktor nehmen. Dabei ist μ0 die magnetische Feldkonstante, welche 1,26 mal 10 hoch minus 6 Voltsekunden durch Amperemeter ist. Groß N ist die Anzahl der Windungen hier in der äußeren Spule, also der roten Spule. Und L die Länge dieser Spule. So, bei der inneren Spule haben wir dann die induzierte Spannung nach dem Faradayschen Induktionsgesetz. Das ist minus n mal phi Punkt, und wir haben gesehen in diesem Spezialfall, da sich die Fläche innerhalb des B-Feldes nicht ändert, müssen wir das einfach nur mit b Punkt multiplizieren. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier diesen Ausdruck ableiten. Es ist also hier eine Konstante, da eine Konstante. Was wir ableiten müssen, ist die Stromstärke zum Zeitpunkt t. So, A ist dabei die Querschnittsfläche von der inneren Spule und klein n ist die Anzahl der Windungen, diesmal in der inneren Spule. Mit dem Funktionsgenerator können wir die Stromstärke, die durch die äußere Spule fließt, zeitlich variieren und wir werden uns zwei Sonderfälle auch für diese Funktionen, für diese generierten Stromstärken anschauen. Als erstes betrachten wir eine sinusförmige Stromstärke, die zu einem sinusförmigen B-Feld führt. Der Grund ist, wir haben jetzt eine Stromstärke zum Zeitpunkt t, die sich mit Hilfe dieser Funktion hier beschreiben lässt. Da kommt hier dieser sinusförmige Ausdruck. Dabei ist Omega hier die sogenannte Kreisfrequenz, die man als 2π mal Frequenz
berechnen kann. Und wenn wir diese Stromstärke ableiten, haben wir jetzt hier einmal den Cosinus Omega mal T multipliziert mit der inneren Ableitung davon, das ist dann Omega und die Konstante I0. Und wenn wir jetzt die induzierte Spannung betrachten wollen, setzen wir einfach alles ein und erhalten minus n mal a mal μ0 mal n durch l mal I0 mal Omega mal Cosinus Omega t. Und wenn wir uns das, diesen ganzen Ausdruck hier angucken, kann es sein, dass einige von euch an dieser Stelle abschalten wollen. Aber wir wollen lernen, solche lange Ausdrücke einmal zu lesen, um festzustellen, dass das Ganze gar nicht so wild ist, nämlich n ist eine Zahl, a ist eine Zahl, μ0 ist eine Zahl, groß N und L ist auch eine Zahl und auch dieser Ausdruck hier ist irgendeine Zahl. Das bedeutet, dass hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unbekannte, die sind zeitlich konstant und die kann man zu einer Konstanten zusammenfassen. Und die induzierte Spannung hat also eine folgende Form, minus irgendeine Konstante multipliziert mit Omega mal Cosinus Omega t. Und wenn wir uns das grafisch angucken, können wir einmal hier das B-Feld betrachten, das proportional zu dieser Stromstärke ist. Das ist also etwas Sinusförmiges. Und wenn wir die induzierte Spannung uns angucken, das ist etwas, was einen kosinusförmigen Verlauf hat, multipliziert mit einer negativen Zahl. Das heißt, dass die induzierte Spannung auch einen mehr oder weniger sinusförmigen Verlauf hat. Dieser ist aber etwas verschoben und hängt dann auch von der Frequenz ab. Das ist auch an dieser Stelle ganz wichtig. Und zwar, wenn wir eine größere Frequenz haben, muss auch die induzierte Spannung in der Amplitude steigen. Die Frequenz von der induzierten Spannung entspricht aber auch der Frequenz von der magnetischen Flussdichte. Als nächstes werden wir bei dem Funktionsgenerator eine sogenannte Dreiecksspannung oder eine Dreiecksstromstärke einstellen. Diese wird zu einem, sagen wir, dreieckigen B-Feld führen. Da ich jetzt hier nicht mehr mit Formeln argumentieren möchte, werden wir das Ganze einmal grafisch betrachten. Also wir haben jetzt ein B-Feld mit so einer Form. Also wir gehen jetzt hier konstant hoch, haben irgendwie so einen Umkehrpunkt, dann gehen wir konstant runter und wieder konstant hoch, konstant runter. Und nach dem Faradayschen Induktionsgesetz entspricht die induzierte Spannung mehr oder weniger der negativen Steigung von der magnetischen Flussdichte multipliziert mit irgendeiner Konstanten, sodass wir eine induzierte Spannung haben, die hier bei diesem steigenden B-Feld konstant negativ ist. In dem fallenden Bereich haben wir eine konstant positive induzierte Spannung. In dem wieder wachsenden Bereich bei dem B-Feld haben wir eine konstant negative induzierte Spannung. Und hier angedeutet, es fällt wieder und auch hier haben wir einen Bereich, der konstant ist. Liegt daran, dass wir jetzt hier eine konstante Ableitung von B haben. Negativ aufgrund des Vollzeichens bei dem Faradayschen Induktionsgesetz. Hier eine wieder negative Steigung. Nach dem umgekehrten Vollzeichen hier das Positive und so weiter und so fort.
Nun wollen wir unsere theoretischen Überlegungen qualitativ überprüfen. Einmal haben wir jetzt hier die äußere Spule und innen die innere Spule. Okay, so kurz zu den Anschlüssen. Wir haben jetzt hier einmal den Funktionsgenerator. Daraus geht einmal eine schwarze und grüne Leitung hier zu der äußeren Spule und dann aus der Spule eine grüne und eine schwarze Leitung zu unserem Messgerät. Hier haben wir ein Oszilloskop, um die Spannung zu messen. Also einmal hier schwarz und grün auf dem Channel 1, also auf dem Messenkanal. Und wir messen auch die Spannung in der inneren Spule, einmal hier mit einem roten und einmal mit einem blauen Kabel hier auf dem zweiten Kanal. So, nun kann ich anzeigen, was wir auf dem ersten Kanal empfangen. Das ist jetzt einmal hier ein Sinus Omega Verlauf in der äußeren Spule. Und wenn ich jetzt Channel 2 einschalte, das ist jetzt die induzierte Spannung in der inneren Spule. Wenn ich die Frequenz in der äußeren Spule ändere, geht die blaue Kurve dann auseinander. Und dadurch ändert sich das B-Feld nicht so schnell. Und da wir jetzt eine kleinere Änderung von dem B-Feld haben, nimmt auch die induzierte Spannung ab, beziehungsweise wenn ich wieder die Frequenz erhöhe, steigt auch die induzierte Spannung. Ich schalte mal kurz die Signale aus und wechsle zu dem sogenannten Dreieckssignal. So. So ganz dreieckig ist das Ganze nicht. Wir sehen ein paar Knicks in der blauen Kurve. Das ist jetzt die Spannung an der äußeren Spule und jetzt noch die innere dazu. Wir sehen aber hier doch ziemlich gut, dass wenn hier die blaue Kurve steigt, haben wir jetzt hier eine negative induzierte Spannung wegen dem Vorzeichen bei der induzierten Spannung. Minus Phi-Punkt. Wenn die blaue Kurve abfällt, haben wir annähernd eine konstante induzierte Spannung hier im positiven Bereich und so weiter und so fort.